eine Küstenstraße in Keelung im Nordosten Taiwans, auf der eine Autokamera am Samstag dramatische Bilder festhält. Ein gewaltiger Erdrutsch kommt genau auf ein Auto nieder. Nur mit Glück entgehen die Insassen einem gigantischen Felsbrocken, der knapp vor dem Fahrzeug zum Stehen kommt. Der Fahrer und seine Partnerin werden nur leicht verletzt. Wären sie von dem Felsbrocken erwischt worden, hätte das wohl anders ausgesehen. Ursache des Erdrutsches waren starke Regenfälle, die der tropische Sturm Kongrei derzeit nach Taiwan bringt. Am Freitag waren bei einer vom Sturm ausgelösten Flut bereits drei Menschen ums Leben gekommen.